So Leute, da bin ich wieder und ich habe das Unterkörpertraining heute mal abgefilmt. Das ist eigentlich eine wunderbare Sache, weil ein Unterkörpertraining gab es so relativ lange nicht mehr. Ich war ja verletzt und konnte 7 Monate lang überhaupt gar keine Beine trainieren. Das scheint jetzt aber alles wieder in Ordnung und ich kann wieder loslegen. Also ich bin jetzt seit einigen Wochen wieder dabei. Also ich fange jetzt direkt wieder mit 140 Kilo an, aber trotzdem bin ich sehr positiv überrascht, dass es nach wenigen Wochen Training wieder die Gewichte ganz akzeptabel sind, die ich bewegen kann, sage ich mal. Also hier ein 3x8 mit normalen Lower-Kniebeugen und danach nochmal ein bisschen rantasten an die Front-Kniebeugen, aber nur mit 60 Kilo. Aber so gefällt mir das erstmal ganz gut. Bei Front-Kniebeugen kann ich richtig schön tief gehen. Das mag ich, werde ich öfters machen und auch um speziell halt den Quadrizeps zu trainieren, der mir dann hoffentlich auch bei den Lower-Kniebeugen weiterhelfen wird. Ja. Danach dann rumänisches Kreuzheben, was ich natürlich auch hauptsächlich mache, um dann in dem normalen Kreuzheben stärker zu werden, aber kann man auch aus bodybuilding-technischer Sicht sehen, trainiert man wunderbar die Beinbeuger mit und den Gluteus. Und hier auch 140 Kilo habe ich ein bisschen rumgespielt mit dem Hook Grip. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn man den so dauerhaft integrieren könnte. Er tut natürlich zu Anfang ziemlich weh, aber wenn man dann sich daran gewöhnt hat, vielleicht gehen die Schmerzen irgendwann weg, wenn man sich daran gewöhnt hat, dann kann man halt bei hohem Gewicht den Hook Grip verwenden. Ist praktisch wie ein Double Overhand Grip. Ja, man muss also keinen Kreuzgriff verwenden und hat sozusagen beide Schultern in derselben Position, in einer stabilen Position. Und das ist, denke ich mal, dann deutlich angenehmer beim Heben. Solange das halt mit den Schmerzen im Daumen nicht zu heftig wird. Nach dem Kreuzheben geht es dann in die Isolationsübung, ist dann eigentlich nicht mehr so viel. Relativ Standardkram, einmal Beinbeuger isoliert, ja, dann nochmal Beinstrecker isoliert. Kann man auch wunderbar im Supersatz machen, ich denke in den meisten Studios ist das ja direkt nebeneinander, so wie hier auch. Und danach nochmal Waden an der Beinpresse, das finde ich eigentlich am angenehmsten. Ist natürlich ein bisschen blöd, dass man die Platten immer rauf und runter laden muss. Aber sonst ja, erstmal generell Waden heben. Ich habe auch sehr lange keine Waden trainiert, aber ja, sieht dann schon relativ scheiße aus, wenn die so mega dünn sind. Also mal gucken, was man da machen kann. Ein bisschen Wadentraining auch mit dazu. Und zum Unterkörper zählt dann bei mir auch noch der Bauch. Also Toes to Bar und so ein bisschen Scheibenwischertraining für die seitlichen Bauchmuskeln. Und dann haben wir es eigentlich auch schon mit dem Unterkörpertraining. Ja, also nach Kniebeugen, Kreuzheben und so weiter ist man natürlich schon meist relativ K.O. Dann nur noch das Wichtigste an Isolationsübungen hinterher. Und dann geht das auch. Und ich meine, wenn man 6-mal die Woche trainiert, macht man 3-mal die Woche Unterkörper. Dann passiert das alles, dann läuft das alles ganz gut. Und ja, das war's dann erstmal. Das Oberkörpertraining kommt auch demnächst. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dann. Ciao.